So, willkommen zurück zu Agatha Christie und dann gab's keines mehr. Wir waren stehen geblieben bei Kapitel 3. Ich muss mir meine Karte mal wieder rausholen. So, jetzt sind wir. So. Aber wir sind jetzt Kapitel 3. Und zwar, ja. Wir sind bei Kapitel 3. Wieder ist ein Mord geschehen. Essel ist gestorben, beziehungsweise im Schlaf. Den Grund wissen wir noch nicht. Und da der Sturm jetzt aufgehört hat, zumindest nachgelassen hat, können wir uns jetzt auch draußen frei bewegen. Ich suche gerade aber erstmal innen raus. Ich habe Rogers gefragt, woran diese Miss Brady gelitten hat. Bei bestimmten Herzleiden bricht man bei einem Anfall eine Ampulle Amylnitrat auf und lässt den Patienten die Dämpfe einatmen. Wird Amylnitrat vorenthalten? Ich verstehe. Keine aktive Handlung, kein Arsen, das beschafft und verabreicht werden muss. Gar nichts Definitives. Und Rogers und seiner Frau hätte man nichts nachweisen können. Es beschreibt unsere Situation hier sehr treffend. Es gibt Verbrechen, die nicht durch die üblichen Methoden bestraft werden können. Ein Richter, der seine Position ausnutzt? Nichts für ungut, Richter. Ein alkoholisierter Arzt, dem das Skalpell ausgleitet? Nichts für ungut. Doktor, der Punkt ist, es erklärt Mr. Unbekannt. Aus Gründen, die nur ihm bekannt sind, hat er beschlossen, in seinen Augen ungesühnte Verbrechen zu bestrafen. Und wer unter uns wurde als einziger nicht beschuldigt? Ja. Ah, Mr. Narracott. Genau aufs Stichwort. Und warum? Immer mal den Arzt. Haben Sie von den anderen jemanden gesehen? Bevor wir hier hereinkamen, habe ich Miss Brand auf der Terrasse gesehen. Sie strickte, als hätte sie keinerlei Sorgen. Sie strickt, also ist schon mal Könnten Sie draußen. Eine Autopsie an Mrs. Rogers durchführen? Ich könnte, Sir, aber ich mache es nicht. Wie Mr. Lombard zu bedenken gegeben hat, es könnte sein, dass ich etwas mit ihrem Tod zu tun hatte. Da wäre es unethisch für mich zu operieren. Wie viel Trional fehlt aus Ihrem Vorrat? Ich weiß es nicht. Ich habe die Flasche bei Rogers gelassen für den Fall, dass seine Frau eine zweite Dosis braucht. Das wäre vorläufig alles, Dr. Armstrong. Ich bin gerade am Gucken. Mir fehlt noch eins. Eine Sache fehlt mir. Und zwar Tesafilme. Zum Stapeln Band. Haben Sie von den anderen jemanden gesehen? Ich glaube, Mr. Blaw und Mr. Lombard suchen die Insel nach Mr. Owen. Reisen draußen. Sie wollten sich ihnen nicht anschließen? Es sind an körperliche Tätigkeit gewöhnte Männer. Ich ziehe es vor, mit meinem Verstand nach der Wahrheit zu suchen. Wenn man Billard spielt. Glauben Sie, dass Sie Mr. Owen finden werden? Nicht in dem Sinne, den Sie meinen. Wo würden Sie nach Mr. Owen suchen? Etwas näher am Haus. Irgendeine Idee, wie wir von der Insel wegkommen können? Mr. Narracott, ich habe Ihnen erlaubt, Ihre Untersuchungen fortzusetzen, weil ich nicht der Meinung bin, dass nur weil Sie der Außenseiter sind, Sie verdächtig sind. Im Gegenteil. Aber ich habe Ihnen bereits viele Hinweise gegeben. Es wäre schön, wenn Sie selbstständig darüber nachdenken würden und uns unserem Spiel überlassen. Danke für Ihre Hilfe. Viele Hinweise. Ich bleibe aber erstmal im Haus generell. Da kann man doch noch nicht lang. Ist denn hier auch einer? Mir fehlt aber doch noch. Will er nicht mitnehmen? Nein, ich will raus. Mach zu. Ob es jetzt gerade ein bisschen ruckelt? Keine Ahnung. Das ist ein bisschen, das ist ja schon schlimm. Warum ich jetzt hier nochmal hingegangen bin, keine Ahnung. Hör mal, du Spiel, willst mich verarschen? Magst das Zimmer nicht, dann ruckelt aus hier. Woran liegt denn das jetzt? Auf einmal. Tape, mir fehlt doch noch Tape. Ein Platz für alles und alles auf seinem Platz? Ein Platz für alles und alles auf seinem Platz? Warum? Frag mich jetzt eigentlich, warum du so leise gesprochen hast. Sonst war hier eigentlich nichts.
nachdem wir die Taschenlampe gefunden haben und Alan Wake spielten. Stopp. Komm doch. Nein, zurück. Das habe ich am Anfang vergessen. Aber dafür brauchen wir noch was, glaube ich. Hallo Rogers. Hallo Sir. Möchten Sie irgendetwas? Na, ich sehe mich nur um. Der Schinken sieht gut aus. Mrs. Rogers hatte ein Händchen für Schinken. Gebacken, gekocht, gebraten, mariniert im Schmortopf. Immer lecker. Wann wird das Essen fertig sein? Gegen 8 Uhr, Sir. In etwa. Rogers, ist Ihnen irgendetwas Außergewöhnliches aufgefallen, seit Sie hier sind? Nur eines, Sir. Dieses Haus ist eher wie ein Museum als ein Wohnhaus. Ich habe jeden Zentimeter abgestaubt und dabei Sachen von vielen ehemaligen Besitzern gefunden. Unter anderem von den Robsons, von dieser Schauspielerin Gabrielle Steele und sogar von der Marine. Die einzigen Vorbesitzer, die anscheinend keine Spuren hinterlassen haben, sind Mr. und Mrs. Owen. Nett von Ihnen, mir Ihr Gehör zu schenken, Mr. Rogers. Ganz, ganz komisch, warum kein... Der Kühlschrank erscheint mir kaum kein groß genug. Beweise, beziehungsweise kein von dieser Größe. Lebenszeichen von Mr. Owen. Mrs. Owen da ist. Hab ich denn hier irgendwas vergessen? Das willst du ja nicht mitnehmen. Nein, mir fehlt aber doch noch irgendwie. Aha, könnte das sein, was ich jetzt gerade vermute. Nein. Vielleicht in dem Bibliothek bzw. Arbeitszimmer. Können wir denn da einfach mal rein und suchen? Die Leiche wurde gründlich durchsucht. Sinnlos, sie anzufassen. Haben wir jetzt ein paar Fingerabdrücke. Naja, halbwegs. Hier glaube ich ging's raus, dann die Treppe entlang, genau. Den mal beim Billard stören, obwohl die nicht spielen, müsste glaube ich, die stehen immer noch drumherum. Gleiche Position wie eben. Ich glaube hier müsste am Schreibtisch was sein. Das ist ein sehr schöner Globus. Wir können hier zwar noch was nehmen, aber ich glaube, das weiß gar nicht, wann das kommt, so auftaucht. Denn da müssen wir später auch noch rein. Oh, viel gestempelt. Ah, da haben wir's. Ich weiß jetzt, wie gesagt... Einen Moment, da braucht man einen Schlüssel. Die Schublade ist abgeschlossen. So, wir haben aber eine Karte. Das will ich näher untersuchen. Licht auf das Thema. Wenn es am düstersten aussieht, denkt daran, dass man noch tiefer suchen kann. Und das will ich näher Karte untersuchen. Von Shipwreck Island. Ich weiß gar nicht, ist die auf das kleine Büchlein hier? Nein. Aber wir brauchen es. Nehmen wir mal auch die Taschenlampe mit. Wie gesagt, ich bin jetzt ein bisschen vorausschätzungsweise. Wie komme ich jetzt hier raus? Also da. Kann man denn da... Gehen wir erstmal hinten rum raus. Warum da gerade ausgerechnet eine Sequenz kam. Keine Ahnung. Hier musste doch irgendwie Miss Brand sitzen und stricken. Genau, da sitzt sie. Es ist schön, dass das Wetter etwas besser geworden ist, obwohl es kaum so bleiben wird. Sie wirken von den zwei Todesfällen nicht sonderlich betroffen. Ich erinnere mich an einen Spruch, der in meiner Jugend im Kinderzimmer hing. Deine Sünden werden an den Tag kommen. Also sind die Sünden von Marston und Mrs. Rogers an den Tag gekommen? Natürlich. Ich habe nichts zu befürchten. Jo. Ich habe keine Sünde begangen. Sie, wenn ihre Geschichte wahr ist, haben nur ihren Bruder geschützt. Gottes Gesetz versteht solche Gesten der Liebe. Selbst wenn das Gesetz des Menschen es nicht tut. Oh, was stricken Sie? Einen Schal für meine Nichte. Auch nur schön. Eine etwas gedämpfte Farbe für ein Mädchen, finden Sie nicht? Das sagen Sie, weil Sie ein Mann sind.
Sie ist ein bescheidenes Kind und anständig. Diese Farben sind am passendsten. Ja, nee, ist Haben klar. Sie Rogers gesehen? Er steht in der Küche, glaube ich, und bereitet ein kaltes Abendessen vor. Danke, Miss Brent. Rogers haben wir ja schon gesprochen. Fehlen noch vier Leute, mit denen wir sprechen können. Blore und Lombard, die müssten wir hier auf den Weg treffen. Glaube ich, dass sie uns jetzt Vielleicht hat Owen Flügel und sitzt irgendwo, wo wir ihn nicht erreichen können. Oder er schwimmt bei den Fischen da draußen herum. Glauben Sie, dass Sie Owen finden werden? Wenn er hier ist, finden wir ihn. Warum teilen Sie sich nicht auf? Das war auch mein Vorschlag. Die Insel ist nicht sehr groß. Ich fand es besser, zusammenzubleiben, um sicherzugehen, dass jeder Zoll abgesucht wird. Haben Sie Vera gesehen? Miss Claythorne war oben auf dem Shiprock, als wir dort gesucht haben. In der Nähe müsste auch der General sein. Haben Sie den General gesehen? Er war unten an dem kleinen Strand südlich des Shiprock. Er ist nicht mehr ganz dicht, wenn Sie mich fragen. Warum? Er war wie in Trance. Sprach mit seiner Frau, bat sie um Vergebung. Unheimlich. Er hat diesen Richmond in den Tod geschickt, weil der mit seiner Frau angebändelt hatte. Das steht fest. In Trance. Sie sehen müde aus. Miss Claythorns Sorge um mein Wohl rührt mich weit mehr als die Ihre, Narracott. Aber danke trotzdem. Ist in Trance. Könnte man jetzt nochmal mit dem Satz des Reims anwenden? Welche Schlüsse gezogen? Nur, dass ich verdammt froh bin, dass ich das hier mitgebracht habe. Sie haben eine Pistole? Warum haben Sie das nicht gesagt? Ich hätte nötigenfalls davon Gebrauch gemacht. Trotzdem, das gefällt mir nicht sonderlich. Das ist mir ziemlich gleichgültig. Merkt man. Wie kommt man denn jetzt bitte schon von der Insel weg? Irgendeine Idee, wie man von dieser vermaledeiten Insel wegkommen kann? Als ein Freund von mir in der Armee war, hat er einen neuartigen Fallschirm gesehen, den man lenken konnte. Diese seidenen Laken sind erstaunlich reißfest. Ich könnte Ihnen einen Plan zeichnen, nachdem Sie einen Fallschirm bauen könnten, wie der, den er gesehen hat. Das wäre großartig. Natürlich ist er... Ein Fallschirm wie bestellt. Das ist ziemlich grob gezeichnet, aber Sie verstehen bestimmt, worum es geht. Ich habe auch eine Materialliste gemacht. Danke, das wäre alles. Natürlich war er in der Armee. So wie Shiprock. Shiprock müsste hier entlang. Genau, da oben ist der Shiprock. Und hier unten müsste es auch zum Strand gehen, wo unser General steht. Wie gesagt, laut einem Reim reist immer nach drüben, einer blieb für immer dort. Da waren schon noch sieben. Da er in Trance ist und ich habe sehr oft, wie man ja schon gehört hat, in einer Parallelwelt so gesehen ist und mit seiner Frau redet, könnte man schon sagen, wer hat einen schönen, friedlichen Fleck haben Sie hier gefunden, Sir. Es bleibt so wenig Zeit. So wenig Zeit. Ich mache eine Inseltour, sozusagen. Ganz der Abenteurer, was? Haben Sie irgendetwas gesehen, was für uns nützlich sein könnte? Sie verstehen nicht. Sie verstehen überhaupt nichts. Ich bedauere nicht, dass ich hierher kam. Es war Zeit. Ich habe endlich Ruhe gefunden. Ein sehr fremdes Gefühl, am Ende angekommen zu sein. Nicht weitermachen zu müssen. Ich weiß jetzt, dass ich nie abreisen werde. Das ist Frieden. Echter Frieden. Schönen Tag noch. Ich habe langsam das Gefühl, er weiß schon, was auf ihn zukommt. Aber wer ein bisschen Logik hat, weiß schon, zumindest wer als nächstes stirbt. Wir müssen eigentlich jetzt nur noch den Mörder finden. Ah, Miss Clayton. Dieser Platz wird später auch wichtig werden. Es wirkt so nah, als könnte ich fast rüberspringen und diese Insel hinter mir lassen. Ich würde Sie sehr ungern springen sehen, Miss Clayton. Sie würden mir fehlen. Ich glaube, Sie würden mir auch fehlen. Ja. Glauben Sie, dass jemand auf dem Festland uns sehen kann? Ich denke schon, wenn er ein Fernrohr hätte. Wie das auf der Terrasse vor meinem Zimmer. Fernrohr? Ist Was doch halten Sie von Lord? Ich glaube, er ist wie der Sturm letzte Nacht. Düster und wild.
und vielleicht gefährlich. Aber Sie mögen ihn trotzdem. Ich liebe Stürme. Sind Sie jemals verliebt gewesen? Ich dachte es zumindest mal. Ich dachte, ich würde alles für ihn tun. Was geschah? Ich möchte lieber nicht darüber sprechen, wenn es ihm nichts ausmacht. Es tut mir leid, dass aus Ihrem Job hier nichts wurde. Es war nur vorübergehend. Ich will als Lehrerin arbeiten, nicht als Sekretärin. Ich möchte mehr als alles andere die Gelegenheit bekommen, wieder zu unterrichten. Erzählen Sie mir mehr von sich. Mr. Narricott, würden Sie mich schrecklich unhöflich finden, wenn ich nur hier stehen und auf die Landschaft blicken wollte, bevor der nächste Sturm hereinbricht? Nein, es tut mir leid, dass ich Sie belästigt habe. So. Sie haben mich nicht belästigt, ganz im Gegenteil. Aber jetzt möchte ich einfach die Landschaft genießen. Er hat mich doch mal auf eine Idee gebracht, aber ich weiß jetzt nicht. Nee, können wir jetzt nicht. Vielleicht ein andermal. Das wird nichts nützen. Wir sind sicher, können wir das von, müssen wir das von oben machen, aber wir müssen das auf jeden Fall an einem bestimmten Punkt machen. Damit wir rüber gucken können. Das wird später wichtig sein, wenn wir einen Fallschirm haben. Wir erkunden erstmal ganz kurz die Insel. Wir haben Äpfel. Die Äpfel nehmen wir mal mit. Zumindest alles. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, alles mitzunehmen. Ich muss erst die Bienen ruhig stellen. Sie greifen mich sonst bestimmt an, wenn ich sie in ihrem künstlichen Zuhause störe. Das heißt, uns fehlt noch was, aber wie gesagt, ich glaube, wir sind jetzt in dem Thema ein bisschen weiter weg. Schon voraus. Ich gehe jetzt erstmal rechts rum. Wir müssen, glaube ich, noch einmal Blor und Lombard treffen. Und das ist beim Schuppen. Dieser Holzschuppen. Obwohl, gehen wir erstmal zu Miss Brandt. Denn Miss Brandt, wissen wir ja, dass sie stricken kann. Und da sie ja stricken kann, haben wir eine kleine Frage. Ich habe ihr nichts mehr zu sagen. Nein? Wo kommt das denn? Das hat keinen Sinn. Das ist Lomberts Plan für den Bau eines Fallschirms. Ich werde ihn in mein Notizbuch kopieren. Können wir denn jetzt? Meinen Sie, Sie könnten einige seidene Laken so zusammennähen, Miss Brandt? Ich vermute schon. Das brauchen wir. Es gibt einen Nähkasten in der Bedienstetenwohnung. Mit den Nadeln würde es gehen, aber ich glaube nicht, der Faden stark genug ist. Ich will Sie nicht länger stören, Miss Brandt. Wohl. Könnten wir, haben wir denn... Schon mal, wir haben ja schon. Damit wird es wunderbar gehen. Ich glaube, er ist nicht nach einem Gespräch. Braucht die denn Laken? Keine Laken mehr? Dann. Dann nicht da. Da drin versteckt sich niemand. Darauf würde ich meinen guten Ruf setzen. Ich habe über die Jahre schon manche schwer zu fassende Beute gejagt. Wenn Owen tatsächlich in diesem Haus ist, muss er unsichtbar sein. Irgendeinen Erfolg gehabt? Es gibt sonst niemanden auf dieser Insel, außer uns neun. Wo haben Sie nicht gesucht? Der Holzschuppen. Ich hätte mir denken sollen, dass er dort sein könnte. Haben Sie irgendwelche Schlüsse gezogen? Vielleicht war es doch ein Unfall und ein Selbstmord. Oder zwei Unfälle. Oder zwei Selbstmorde. Was weiß ich. Schönen Tag noch, Mr. Ein Unfall bzw. ein Selbstmord könnte man ja noch verstehen. Aber gleich zwei an einem, ja, in wenigen Stunden, ist dann doch ein bisschen merkwürdig. Ich glaube, ich verlaufe mich jetzt. Dann jetzt falsch, ne? Der Holzschuppen ist leer. Das ist eine Sackgasse. Wenn Owen unter diesem Holzhaufen begraben liegt, gut, dass wir ihn los sind. So, auf jeden Fall kein Erfolg, wie wir hören. Haben Sie die ganze Insel abgesucht? Es ist noch zu früh. Wir müssen noch eine weite Strecke zurücklegen. Das wäre alles im Moment, Mr. Blanc. Da geht's noch zum Haus. Dann nicht. Tschüss. Hey, bitte. Ich wollte rein. Der Wind frischt wieder auf. Auf den Wellen sind Schaumkronen. Hat jemand den Doktor gesehen? Hier bin ich, Richter. Ich habe mich nur vor dem Essen in meinem Zimmer frisch gemacht. Ja. Wie verlief Ihre Suche, Mr. Lombard? Schlecht, Richter. Ich fürchte, ich habe nichts gefunden und Mr. Blore verloren.
Der Sturm wird wieder heftiger. Auf Shiprock ist es ziemlich windig gewesen. Rogers? Was haben Sie, Mann? Die Figuren, Sir. Die Figuren auf dem Tisch. Oh nein. Sehen Sie. Jetzt ist eine weitere weg. Gestorben. Es gibt nur noch 7. Das ergibt keinen Sinn. Was geht hier vor? Was geschieht hier? Wir können diese neue Entwicklung während des Essens besprechen. Ist es fertig, Rogers? Ja, Sir. Es gibt nur kalte Zunge und kalten Schinken, Sir. Wir verstehen, Rogers. Wo ist der General? Als ich ihn das letzte Mal sah, war er am Strand. Sie fragten mich nach ihm, Narrakut. Fanden Sie ihn dort? Ja. Sagte er Ihnen irgendwas? Er war verwirrt. Vielleicht würden Sie so gut sein, den General herbeizuholen, Mr. Narrakut? Wir warten mit dem Essen, bis Sie beide da sind. Das wird nicht nötig sein. Er liegt tot am Strand, mit dem Rücken an einem Felsen, wie ein Stück Treibholz. Und wieder sind Mord passiert. Kapitel 4. 7 kleine Leichtmatrosen holzten wie der Specht. Einer holzte sich entzwei. Da waren's nur noch 6. Rogers ist ein erstklassiger Butler, das muss man ihm lassen. Seine Frau war auch eine recht gute Köchin. Schade, dass wir nur eine Mahlzeit von ihr bekamen. Ladies und Gentlemen, zurück zum Wesentlichen. Ich werde Mr. Narrakut bitten, seine Ermittlung fortzusetzen. Aber er war der Letzte, der den General lebend gesehen hat. Der Letzte, der bereit ist, es zuzugeben. Mr. Narrakut? Natürlich werden wir uns mit dem Mord weiter beschäftigen, beziehungsweise die Suche fortsetzen, aber das beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, bitte abonnieren und kommentieren und Daumen hoch. Und ja, beim nächsten Mal in Kapitel 4. Ich hoffe, wir müssen jetzt erstmal dann alle befragen. Bis da. Können wir nochmal die Figuren begutachten. 7 kleine Leichtmatrosen. Stimmt, genau. So, und wer wird denn bitte... Eure Hausaufgabe, nein Quatsch. Wer stirbt denn als nächstes? 7 kleine Leichtmatrosen holzten wie der Specht. Einer holzte sich in 2, da waren es nur noch 6. Wer wird der nächste sein? Bleibt dabei. Und ja, speichern. Machen wir einfach nur neu. 4. Und wir sehen uns, wie gesagt. Ciao, ciao.